Juhu, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, unser Let's Play Guild Wars 2. Ich bin mit dem Utwan jetzt direkt schon mal hier wieder zum Lornas Pass gehüpft, denn hier sollen wir ja unsere Mentorin treffen. Und das, wenn ich mich nicht irre, etwas weiter im Osten. Das Gebiet habe ich noch nicht mit Utwan erforscht. Das ist mir auch ganz lieb, so muss ich sagen. Ich glaube fast, ich gehe über oben, also über Göttersporen und nehme dann hier noch die Wegmarke mit, denn auf diesem Weg kann ich einfach noch ein paar XP mitnehmen durch Kartenerkundung. Genau, so machen wir das. Ach so, und ich wollte noch einen kleinen Dank ausrichten. Vielleicht seht ihr das jetzt schon hier. Icol Nebelblüte? Nebelblüte? Ich glaube Nebelblüte. Hat mich darauf hingewiesen, dass ich wohl bei mir in den Einstellungen nicht die Option Kamera auf Charaktergröße anpassen angeklickt habe. Ich muss gestehen, ich wusste auch gar nicht, dass es das mittlerweile gibt. Denn so viele Kameraoptionen sind erst im Nachhinein hinzugefügt worden. Und das habe ich überhaupt gar nicht im Kopf. In der Regel hat es mich persönlich auch nicht gestört, weil ich dann nämlich, wenn ich beim Reinzoomen in meinen Charakter bzw. beim Betrachten von NPCs, die sich gerade miteinander unterhalten, in der Regel eine perfekte Größe hatte. Allerdings ist es so natürlich für den Utwan, der schon recht groß und stattlich ist, sehr logisch, ne? Dass wenn der sich gerade mit anderen unterhält und die einfach eine ganze Ecke größer bzw. kleiner sind als er, dass das dann eine realistische Kamerahöhe ist. So. Ja, das Problem ist zwar jetzt, dass man den Kopf der Menschenfrau hier neben mir nur so sieht, aber dann muss man halt mal, oh, das ist ein Mann. Huch, Entschuldigung! Und war ein gut, dass der das nicht gehört hat. Dann muss man halt ein bisschen weiter rauszoomen. So, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Information. Ich hätte wahrscheinlich niemals danach geguckt. Genau, und dann bleibt nämlich die Kamera hier auch auf seiner Kopfhöhe. Geht nicht immer auf Asura-Bauchnabelhöhe. So, ich skippe jetzt hier die Spinnen. Die sind ja doch recht klein jetzt für mich. Auch wenn da jetzt noch extra welche runterkommen. Halloween-Feeling kommt jetzt bei diesen Spinnen nämlich nicht auf. Und deswegen handeln wir das einfach nur schnell ab. Auf dem Weg. Oh, wir haben ja noch diesen Gleitschirm hier an. Auf dem Weg zur Wegmarke. So, aber hier machen wir mal wieder an. Wir haben nämlich hier auf dem Weg einige Dinge, die wir uns angucken können. Zum Beispiel Versandprotokolle. Die Briefe sind verblichen, die Seiten brüchig. Windreitermanifest. Geordnet von Stumm. Vorgesehene Verwendung. Erschrecken einheimischer Kinder. Vorgesehene Grußworte. Suki macht guten Gebrauch. Was? Hä? Moment. Ja, leb du mal fort. Suki macht guten Gebrauch davon. Junge Nornen müssen das fürchten lernen. Aha. Oh. Ich könnte schwören, da standen früher andere Sachen drauf. So, der Weg ist schon mal richtig. Wir folgen ihm also. Da sind noch mehr solche Dinge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man die eigentlich lesen und aufheben muss, um das Herzchen hier zu machen. Aber was können wir uns eigentlich schenken? Ja, 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 ja. So ein paar kleine Grawl-Berserker. Die können wir noch mitnehmen. Solche Macht. So. Dampfaufstand. Die Dampfwesen beschränken sich auf den zugefrorenen See. Genau, Dampfwesen gibt es hier hinten. Ich erinnere mich. Eigentlich ein schöner Ort, um hier ein bisschen zu leveln. So, ich kürze jetzt noch mal weiter ab. Oh, verdammt. Ah! Verdorri, und ich war irgendwie davon ausgegangen. Na, egal jetzt. Ich war davon ausgegangen, dass hier die Wegmarke ist. Wie konnte ich mich denn so jetzt vertun? So. Aber dann können wir wenigstens die Jägerin aufheben und mit der Speerin... Nee, dem Speer... Doch, eine Speerin gelehrte Larissa. Die ist auch noch von der Abtei Domant. Na, mit denen sprechen wir dann ja umso lieber. Und eine Heimstatt ist hier auch. Schau an. Ich hoffe ja, nächstes Mal erlegen wir einen Arctodus. Arctodus? Puh, viel zu leicht. Oh, verdammt. Ich weiß, wo wir sind. Das wäre mal was. Ach, das ist der See hier. Wo man hier den Slugby, oder wie der heißt, retten muss. Ah.
Alles klar, ja, dann muss ich ja hier nach oben. Da bin ich ja hier wirklich total falsch. Stimmt, als ich hier vorbeigekommen bin, bin ich hier nicht in die Höhle rein. Und auch nicht weiter hier in Richtung Osten gelaufen. Na gut, dann eben jetzt von hier aus. Da ist jetzt aber die Wegmarke. Grolle gewinnen! Ja, ich spiele das jetzt bestimmt nicht nochmal. Ich hab mir schon gedacht, dass dieses Event da jetzt gleich wieder beginnt. Wegmarke Gipfelenklave. Hier ist sie noch nicht, aber hier gibt es dafür jede Menge andere Abteiangehörige. Und ich finde ja deren Zelte so schön, ne? Und es gibt auch Unterschiede zwischen den kleinen Zelten und den großen Zelten. Finde ich echt super schön. Ich mache ja Live-Rollenspiele. Ich wünschte, ich hätte auch ein Zelt, was so schön bemalt ist. Explorator Stellen, was hat denn der für mich? Oh, zum Beispiel Wiederverwertungskits. Ich kaufe mal lieber eins auf Vorrat. Abbauwerkzeuge müsste ich eigentlich noch genug haben. Aber gerade bei Wiederverwertungskits kann man manchmal gar nicht so schnell gucken, wie die sich verbrauchen. Okay. Wie geht's denn dann jetzt von hier aus wohl weiter und zu Cirin zu kommen? Das ist noch weiter im Süden. Okay. Na, da bin ich nicht drin gewesen, oder? Heldenpunkt, nee. Sehenswürdigkeit, der Heldenpunkt habe ich hier nicht mitgenommen. War ich nicht in der Unterburg drin und habe da irgendwas mit Schaufeln gemacht? Oh Mann, es ist schon wieder so lange her, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir durch diese Höhle zu Cirin kommen. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen den See der Wehklagen hier noch mit. Dieses Stückchen zumindest, was hier gefroren ist. Wir können mal hier zum Abchecken so ein Pinnipal mitnehmen. Sind die eigentlich hier eventuell mit den Quaggern verwandt? So ein bisschen sehen sie ja so aus. Ach, solche Macht. Naja. Aber sie haben kleine Klauen. Oh, und da vorne ist auf jeden Fall eine Sehenswürdigkeit, die ich mitnehmen möchte. Frosttorfälle. Genau. Ich frage mich allerdings, ob bei diesem Frosttor, unter dem wir jetzt hier gerade durchlaufen, ob es sich da bei den Drachen um Statuen handelt oder ob es wirkliche versteinerte Drachen sind. Aber das kann uns jetzt vielleicht hier Arkanist Dremus beantworten. So viel ist vergessen worden. Hallo, eure Reisen verliefen gut, hoffe ich. Meine Taudische, danke euch und ihr, was führt euch denn hierher? Ich studiere diese Deldrimor-Bauten für die Abtei, aber irgendwas scheint zu fehlen. Ein Teil des Mechanismus funktioniert nicht. Ihr seid in letzter Zeit nicht zufällig über irgendwelche merkwürdigen Objekte gestolpert. Was denn für seltsame Objekte? Vermutlich eine Art manuelles Aktivierungsgerät. Ein Hebel oder Schalter vielleicht. Schwer zu sagen. Aber das wäre meine Vermutung. Nö. Also, wo würde sich denn sowas finden? Wenn ich das wüsste, wäre ich bereits fertig. Vielleicht solltet ihr zuerst bei den Schaufeln danach suchen. Die verwenden bei ihren Projekten oft Deldrimor-Teile. Allerdings kann etwas kreative Überzeugungsarbeit notwendig werden. Also, ja, danke für den Hinweis, Arkanist. Danke. So, bis hinten müssen wir noch gehen, um die Sehenswürdigkeit zu bekommen. Die andere Sehenswürdigkeit und das Herzchen sind leider oben. Sonst eine sehr beliebte Art und Weise für mich, diese Sehenswürdigkeit zu holen, ist, wenn ich zuerst oben bin und dann hier runterspringe. Ich sterbe zwar in der Regel in, sagen wir, 95% aller Fälle bei diesem Sturz, aber jetzt gibt es ja Flügel. Wow, mir ist noch nie aufgefallen, wie bunt die beiden eigentlich sind. Sieht hier aber tatsächlich so aus, als wäre das Ganze aus dem Fels geschlagen und dann nur bemalt worden. Den Eiselementaren ist übrigens auch kalt. Oh ja, ich finde es sehr schön, dass man animiert hat, dass die auch frieren. Und dass die sich kratzen müssen. Oh ja.
So. Also, für uns geht es dann jetzt mal hier rein in diesen Schauflerbau. Ein paar junge Kräuter können auch nicht schaden. Rosmarinzweige. Okay, die sind alle Level 31. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, würde ich dann mal sagen, ich mach die nicht. Oh, wir haben aber ein Herzchen. Helft Agent Kaukiri, die Schaufler dazu zu überlisten, die Dampfwesen anzugreifen. Ach. Oh. Okay. Ich mach mal, was mich hier jetzt gerade stört. Und dann gucken wir da drin mal. Da ist die Gelehrte Alil Rhodes. Kennt ihr das auch? Wenn ihr irgendwas lest und euch sicher seid, wie der Begriff heißt und dann nach einiger Zeit später merkt, dass es doch etwas ganz anderes ist. So geht es mir hier bei Alil Rhodes. Alil Rhodes war bei mir bisher nämlich immer Ali Rodriguez. Alil Rhodes, nicht Ali Rodriguez. Oh, Utwein, Utwein, pass auf, pass auf. Bums. Bums, die Bums. Das ist auch teilweise hier der Resonator, ne, der hier ein bisschen nervig ist. Ach, ich hab's doch gewusst, ich hab's gewusst. Wer uns verwundet, ich weiß gar nicht, ob es immer hier der gleiche Skill ist, bei dem das ausgelöst wird. So, komm schon. Dich kriege ich hin. Ah, der Resonator ist auch rot. Ach, er ist hin. Alles klar, alles gut. Uiuiuiuiuiui. Okay. Heft Agent Kaukiri die Schaufler dazu zu überlisten, die Dampfwesen anzugreifen. Das befindet sich wohl eher draußen auf dem See, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich sogar hier auf dem See, weil das Herzchen ist nämlich hier. Außerdem, beschafft euch eine Dampfwesensverkleidung von einem Gerüchteagenten. Ah, und so soll das Ganze dann gemacht werden. Aus dem Schaufler Blaupausen sammeln und Ausrüstung beseitigen. Ausrüstung, das sind hier natürlich hier die ganzen Tunnelgrabgeräte und was diese Zerkleinerer, Schallbohrer etc. pp. Dadurch, dass wir ein paar Schaufler gekillt haben, sind wir natürlich auch schon ein bisschen hier weiter fortgeschritten mit diesem Herzchen. Eine Blaupause haben wir aufgehoben, da sind noch mehr drin. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, ob das Aufheben der Blaupause auch schon gereicht hat. Moin, moin. Zack, und da ist schon wunderbare Bohrinstallation Nummer 73. Na, das ist ja mal eine tolle Sehenswürdigkeit. Wunderbare Bohrinstallation Nummer 73. Aha. Ich glaube, das Aufnehmen alleine reicht nicht. Wahrscheinlich muss ich die Blaupausen erst abgeben, um da einen Fortschritt für zu bekommen. Phyllis! Das Doljak hat sogar auch einen Namen. Das finde ich ja nett. Ach so. Und Alil macht jetzt hier die ganzen Dinger kaputt. Ja, dann helfe ich doch. Oh, da ist auch jemand doppelt gemoppelt. Aurelia Aurora. So, alles klar. Jetzt spawnen die hier so schnell wieder. Das ist aber schlecht. Oh nein, Alil wird es gleich wieder zu Boden hauen, glaube ich. Ach, solche Macht. So, Gelehrte, ich bin hier, um dich zu retten. Komm dann doch bitte auch einmal mit. Wo gehst du jetzt hin? Die muss hier durchlaufen. Ist sie alleine mit ihrer Phyllis hier reingelaufen? Und dann hat es sie zerrissen. Okay, Alil. Wo ist dein Bestimmungsort? Die müssen doch auch immer ein Ziel haben. Was? Göttersporen? Oh, das ist aber ein Umweg. Oh nein, das ist aber ein großer Umweg. Ich wollte doch wo ganz anders jetzt hin. Oh. Oh je. Naja, gut. Und immer weitergehen, immer weitergehen. Bitte achten Sie nicht auf links und rechts. Setz dich doch auf dein Doljak. Ich zieh dich dann. Okay?
Ja. Und ich weiß schon, sie wird die Strecke durch möglichst viele Gegner nehmen. Mhm. So, Ali, ja, sie rennen schon von fern und nah hier herbei, um sich um dich zu kümmern. Und dann kommt so ein verlotterter Haufen Abenteurer. Nicht genug Ausdauer. Macht nichts. Ja, also machen wir dann wohl erstmal dieses Event hier mit. Und so weit wie der Weg jetzt noch ist und so viele Gegner wie da wahrscheinlich jetzt noch auftauchen werden, würde es mich gar nicht wundern, wenn der gute Utwein am Ende schon Level 41 hat, wenn wir Siren dann treffen. Verschnellen kann ich das Ganze hier nicht. Was haben wir denn hier so dabei? Ein Waldläufer, natürlich. Ein Nikro. Ja, der Waldläufer, der müsste eigentlich doch für Speed sorgen können. Und da ist die Wegmarke dann doch schon. War ja doch irgendwie viel näher als erwartet. So, die Gipfelenklave, Alil. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin zurück. Ihr glaubt ja nicht, was passiert ist. Die Schaufler schleppten mich in die Höhle und ich... Ja, ja, schon gut. Wo sind denn die Artefakte, die ihr holen solltet? Artefakte? Ihr denkt an die Artefakte? Die Schaufler hätten mich töten können. Ich habe schon Ettins mit mehr Arbeitsmoral gesehen. Das muss erledigt werden. Macht kurz Pause, dann geht wieder dorthin. Oh! Ihr seid aber auch hart im Nehmen, aber auch hart im Geben, ja? Kann das sein? So, aber die Ali, Alil, mein Gott, schon wieder Ali, die verkauft jetzt was, und zwar Zittergipfelrationen. Ich kaufe einfach mal 5. Oder sagen wir 10. Oh. Die sind hier aber wagemutig und abenteuerlustig. Kaum schreit hier einer, Explorator Mahone, dass hier irgendwas Tolles gefunden wurde, schon ist die gelehrte Penta dabei. Ist in Ordnung. Jetzt bin ich schon mal eh dabei, hier mir bei der Abtei einen guten Namen zu machen. Ich denke, Siren wird es schon verzeihen, wenn ich ein bisschen später komme, aber dafür der Abtei geholfen habe, oder? So, Penta, wo willst du denn hin? Aha. Ich sehe kein Ziel. In Ordnung. Ich gehe dann einfach mal mit. Wölfe. Und jede Menge weitere Schauflersachen. Dieses war der erste Streich. Die Wölfe sind auch noch aufdringlich hier, haha. Die ganzen Schauflerkonstruktionen sollen hier weg. Na gut, Penta. Und alles nur für ein paar Schriften. Ich bin gespannt, was da wohl drinstehen mag. Dass es hier so wichtig ist. Spielt den Gong. So, der nächste. Da bin ich zu spät gekommen. Das ist eine junge Höhlenspinne, die einem Spieler gehört. Nein, doch nicht. Es wohnen hier tatsächlich Spinnen, und zwar jede Menge davon. Hier haben wir noch einen Durchgang. Penta, hier ist eine Sackgasse. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Okay. Hier.
Wie ich sagte. Was denn? Beim Glänzigen der Skrit. Da, seht! Ich sehe nix. Ich brauche Platz für die Transkription. Na gut. Schnell, es ist nicht sicher. Zerquetschen. Ja, wir können ja Dinge zerquetschen, hä? Huh? Und noch mehr zerquetschen. Wenn die Spinnen schon tot sind, dann kommen hier keine mehr. Oh, verdammt! Schaufler! Aber die kommen jetzt nicht, weil ich die Spinnen zertreten habe. Die gehören wohl zum Event. Moment, ich schwinge meine Hämmer. Oh, doch nicht. Zu wenig Platz für meine Hämmer. Und da haben wir das Herzchen auch schon fertig gemacht. Hälfte der Abtei. Gut, haben wir gemacht, würde ich sagen. Die Transkription. Ein bisschen Beeilung bitte, Penta. Hier rollen nämlich immer mehr Schaufler an. Solche Macht. Zusätzlicher Schaden. Was ist das jetzt? Oh, eine Veteranenhöhlenspinne. Na, etwas über 50% haben wir schon bei der Transkriptions... Und Penta geht's eigentlich noch ganz gut. Ja, eine Gruppe kommt da noch. Eine hat's noch pünktlich hier reingeschafft. Na, du Hallerzeuger. Und irgendwas zerquetschen konnte ich auch noch. Die Zeit für die Spinne zwischendurch, die habe ich auch noch. Juhu! Oh, sehr interessant. Da steht... Später, wir müssen weg. Die Schaufler haben uns bemerkt. Was? Nein, ich will wissen, was da steht. Hier geblieben... Was steht denn da? Verdammt!